Ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Ja, und es ist jetzt auch Nacht und willkommen zu... Aufwachen, Blazkowicz. Aufwachen. Sie übernehmen. Ich muss mal wissen. Ach, Scheiße. Wolfenstein New Order. Mit dem alten Mann. Oh. Blazkowicz, nach hinten, schnell. Machen Sie die Treibstoffleitung zum Motor 6 dicht, schnell. Also, ich bin, spiele jetzt hier James Blazkowicz. Und muss jetzt hier... Oh, hier was machen. Den Werkzeug schränken. Ah, hier. Die Treibstoffleitung befindet sich in der kleinen Kammer. Ich habe alles, glaube ich, mir ging nicht. Huch! Feuer, Feuer, treffen Sie sofort ab! Ja, ich mach mal. Huch! Verdammt! Das sind die Treibstoffleitungen für die Motoren. Wir müssen leichter werden, sonst kracht's. Gehen Sie zum Frachtraum und werfen Sie alles raus, was drin ist. Wo geht's zum Frachtraum? Oh, ich sollte nicht so laut sein. Ach, hier! Neue Waffe, Messer. Ja, ich habe mir das Messer schon auf die Daumentaste von meiner Maus gelegt. Guck mal, das haben wir schon geschafft. Ups. Und nochmal. Und jetzt noch das Auto. Das schöne Auto. Nein. Weg ist es. Ist hier sonst noch was? Ah. Kann ich den kaputt machen? Nein. Ja, ich komme hoch. Alles klar da hinten? Nein. Dieser Flock, die Feuer, frische Luft. Ach, jetzt hast du wieder aufgemacht. Na toll. Was zum Teufel? Was denn? Also, wow. Achten Sie auf unsere Runde. Wenn einige Haha. Weg. Weg. Da ist noch einer. Oh, das sind meine. Oh. Ja, die sind schnell. Huh. Wo denn? Komme ich nicht ran. Vor uns, ihr kommt direkt auf uns zu. Feuer! Vor uns? Direkt vor uns, Blazko. Da. Oh, Scheiße. Ich habe voll raufgehalten. Tod klopft wieder an. Also. Nicht heute, mein Freund. Na, du wolltest doch noch ich zum Barbecue. Muss gewinnen. Irgendwann mal, vielleicht. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger. Mayday. Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1. Erste Hilfe, Koffer Blazko. Nehmen Sie. Hab schon. Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Kondor 9, hier Vulture 1. Sie sind zu nah. Abstand. Negativ, Vulture 1. Haben hier ein ernstes Problem mit der Steuerung. Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Burgess. In Ordnung, Randall. Oh nein. Blazko, fahren Sie das Radar ein. Der Hebel oben neben den Lampen. Okay. Besten Dank, Captain. Problem, Kondor 9. Ich sehe Rauch. Sie verlieren Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querruder ist hin. Ja. Kondor 9, bitte kommen, bitte kommen, Kondor 9! Hier ist Kondor! 9! Wer spricht da? Private Wyatt, 109. Luftlandebrigade! Na schön, mein Herr. Hören Sie mir jetzt gut zu. Also, sehen Sie das Steuer.
No, er kriegt sie hoch. Okay, Private Wyatt. Sie müssen noch was für mich erledigen. Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Von wem? Von mir? Leskovic, machen Sie die Cockpit-Tür auf. Sie müssen sie aufhalten. Du hast da ganz viele rote Kontrollleuchten. Ja, ich mach. Ach so, alles klar. Okay. Au! Oh, ein Tagebucheintrag. Ja. Wir gucken gleich. Mach das weg! Okay. Ich kann hier reden. Wie steht's, Cap? Oh, der steht unter Schock. Alles oder nichts. Ach nee, der hat mich was gefragt. Wie immer. Sorry. Hurra, Sir! So, dann schauen wir mal schnell. Okay, wir sind an Bord von Condor 9. Sollte zum Cockpit gehen und nach Fergus sehen. Aha. Ja, ich gebe zu, jetzt sieht man das natürlich. Ich habe dieses Spiel schon mal gespielt. Und habe hier schon ein paar Sachen gefunden. Ich habe mir aber vorgenommen, das jetzt in einer anderen Handlungslinie zu spielen. Ich werde mich nachher irgendwann entscheiden müssen zu was. Und da werde ich mich dann diesmal anders entscheiden. Mal schauen, ja, wie das denn so weitergeht. Wie komme ich denn jetzt hier raus mit J? Ja, ich soll nach vorne gehen. Ach, da kann ich eh nicht. Ja, ich komme. Ohne James, William Leskovic geht gar nicht. Gott sei Dank sind Sie hier! Oh Gott! Wir müssen abbrechen. Leskovic, helfen Sie dem Jungen hoch. Negativ, Kondor 9. Kurs bei. Mach ich. Ganz ruhig. Hör auf zu hyperventilieren. Dann verlieren wir Europa. Ganz einfach. Oh, die Dinger fliegen hier alle auseinander. Der hat den Arsch verloren, oder was? Ich seh nix. Wenn wir Totenkopf jetzt nicht aufhalten, Fergus, ist es vorbei. Wir werden den Krieg verlieren. Ei Gott, ich höre Sie. Ich muss jetzt Schluss machen. Vor uns liegt seine Basis. Wo ist Encomand? Ende. Condor 9, Ende. Halten Sie sich fest, Blasco. Gleich krach, es wird eine harte Landung. Jetzt sind wir, glaube ich, gelandet. Und das hat gespeichert. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Der Krieg ist übrigens noch nicht vorbei. Verloren. Noch nicht die ganz. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wände sorgen. Boah. Was ist das? Fische sich da die Leute raus? Aha. Mayday, hört mich jemand? Ich bräuchte mal ein bisschen Energie. Hier kann ich hier rüberhüpfen? Nein. Wo kann ich denn jetzt hin? Da kann ich nicht hin. Ach so, vielleicht sollte ich mal ans Telefon gehen. Fergus, wie ist Ihr Status? Leskovic, bei uns hier ist die Kacke am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgendein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Leskovic, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wyatt, leuchten Sie. Lesko, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus! Ja, Sir! Die Jungs drin. Aha. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Keine Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren.
Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Jetzt habe ich wieder ein Messer. Jo. Ah, Energie. Oh, jetzt was Kompliziertes. Ich muss zurück. Oh, geschafft. Eins von Totenkopfsbiestern. Energie. Hätte den man schon längst töten sollen. Sonst ist hier nichts weiter, ne? Oh, dann wollen wir mal ins kalte Wasser. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Ah, hier geht's raus. Oha. Sieht so aus, als ob die meisten es nicht geschafft haben. Was für ein Irrsinn, ne? Da. Nicht hochschwimmen. Schön unten bleiben. William. So. Jetzt geht's hier hin. Geht das auch? Nein, das geht nicht. Ich muss nach oben. Ich tauche mal auf. Huch! Ich wollte doch nur gucken. Geht aber wohl nicht. Ich muss jetzt hier ja, das machen, was mir gesagt wird. Fadenkreuz. Da ist noch einer. Gut, jetzt sind die beiden kaputt. Jetzt soll ich es verlassen. Aha. Na, hoffentlich eine gute Entscheidung. Ich komme zu euch. So. Oh, ich hätte ihn ausreden lassen sollen. Hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Aha. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Logisch. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Durch die Verstanden. Mitte. Ah, legen Sie das an. Was ist das? Ich habe drei Player. Okay, ich glaub, Leute. Die waren noch nicht erfunden. Bereit machen für Deckungsfeuer. Schließlich ist das ja 46. Ich soll durchlaufen, also laufe ich. Aua, au, 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 au. Boah, erstmal geschafft. Erstmal erholen. So, gleich ist es wieder auf 100. Kann ich hier... Nein. Und die Kiste? Nein. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Rüstung. Haha. Kommt keiner durch. Da pinkt ein Helm. Hier gibt es Handgranaten. Neue Waffe, Handgranaten. Achso, in Journal reinschauen. Das will ich euch natürlich denn nicht vorenthalten. Also einmal das Messer, das kann ich jetzt hier mit meiner Maus-5-Taste, das ist die beim Daumen auslösen. Maus 2 zum Abwehren oder Maus 1 oder Maus 3. Um heimlich zu töten. Man kann auch mit zwei Messern übrigens kämpfen. Umschalt links plus Leertaste, um mit Anlauf zu springen. Ja, das haben wir hier gemacht, um aufs Flugzeug zu kommen. Kisten aufbrechen können wir auch. Rutschen. Ich laufe vorwärts und drücke die Umschalttaste links plus Steuerung, um mit Anlauf zu rutschen. Und vorwärts drücken muss man auch noch. Mann, Mann, Mann. Maschinenpistole. Die Standardmaschinenpistole der US Army mit hoher Feuerrate ist sie nützlich im Kampf gegen mehrere Gegner auf kurzer Distanz und die Handgranate. Okay, mit G wird das ausgelöst. Standard. Und wir werden das jetzt gleich mal ausprobieren, den Standard, indem wir jetzt hier mal G machen. Damit ist das Geschütz aus. Hier gibt es Medizin. Hier kann ich nicht. Gut. Aha, hier geht's weiter. Ich soll zwei Kanonen ausschalten. Limit erreicht. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen, in irgendeiner Form. So, 35. Ja, ich hab den die ganze Zeit selber erzählt. Okay, Entschuldigung. Alt links und S. Aha.
Schieß sie ins Knie. Haha. Oh. Hochmut kommt vor den Fall. So, jetzt gibt es noch was Nettes. Haben wir die jetzt auch doppelt? Ja. Ich verschwende keine Munition. Das geht nämlich auch. Aber ich nehme mal hier. Der nehme ich eine schöne hohe. Der macht hier oben Blitze, ne? Schön alles einsammeln. Au, ich bin durchs Feuer gelaufen. Dussel. Jetzt haben wir vorhin Blitzen sehen. Haha. Oh, oh, oh. Guck mal hoch. So, den haben wir auch. Halt. Ich hab doch das eh gesehen. Gehen wir mal hier gucken. Vielleicht ist hier was militärisches Material. Nicht so, Freunde. Nicht schon wieder. Wo ist denn der kleine Granatenwerfer? Ich sehe den gar nicht. Wo hat er sich versteckt? Da! Wer ist mal da geblieben? In deinem Versteck, meine ich. Bücher? Irgendwas mit End und Verlust? Hm. Lesen hier? Scheint ja bis dato langweilig gewesen zu sein. Dass man Zeit zum Lesen hat. Ein Kaffee. Oh, ich hätte jetzt gern einen Kaffee. Ein Cappuccino. Und schön mit frischer Milch. So, ich schaue jetzt nochmal hier um die Ecke. Oh. Oh. Und stelle fest, hier geht es nicht weiter. Ach, eine Karte gibt es auch über M. Wir müssen hier zu diesen Punkten. Oh! Der vorsichtige Blick auf meine Uhr sagt mir, hier ist noch eine Kiste. Meins? Wir sollten mal lieber eine kleine Pause machen. Limit erreicht. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!